Du gehst jetzt bitte hier aus diesem Raum raus. Du gehst hier raus. Du gehst hier raus. Du hast hier nichts zu suchen. Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Mach doch die kackblöde Tür zu. Danke. Hau ab. Hau ja ab. Ich sag das. Danke. Tschüss. Ach, wie soll ich denn hier rauskommen? Das ist doch eine Mission, die zum Scheitern verurteilt ist, ja. Der weiß doch ganz genau, dass wir hier drin sind. Geh rein! Fuck, wir kommen hier niemals raus, Freunde. Wir sind hier echt in der Zwickmühle gelandet. Juhu! Ich denn jetzt hier raus, wenn der hier immer rumschleicht? Was ist der schon wieder da draußen? Das ist doch zum Kotzen. Hau ab, habe ich gesagt. Ich höre es schon. Ach, da wartet doch jetzt einfach nur, bis ich rauskomme. Das Problem ist, was wir auch ganz einfach haben. Der ist hinter uns. So, herzlichen Glückwunsch, Anna. Du bist jetzt genau einen Raum weitergekommen. Uns hat sich angefühlt wie 10.000 Meter, die wir jetzt hier gelaufen sind. Aber uns bleibt keine andere Wahl, als uns von Raum zu Raum zu kämpfen. Hast du jetzt die Tür wieder aufgemacht? Kollege? Also ich weiß, dass er gerade hinter uns war. Dramatische Musik. Das ist aber auch schön, hier so ein Schrank, ne? Schön geräumig auf jeden Fall. Der steht hier draußen. Ich muss da unten kurz aufblitzen sehen. Der steht garantiert da draußen und wartet, bis wir rauskommen. So einer ist es nämlich. Hubala. Aktiv nichts machen. Ich habe gerade die Luftreinigung deaktiviert. Etwa mal in der Hoffnung. Hi, ich höre dich. Was machst denn du da draußen? Ist das nicht irgendwie langweilig, immer nur so von links nach rechts zu laufen? Also ich habe jetzt die Luftreinigung deaktiviert, in der Hoffnung, dass die Luft jetzt irgendwo verschmutzt ist und dass es mich dann nicht ganz so schnell sieht oder dass es jetzt irgendwo vielleicht abgelenkt ist von irgendwelcher Qualm. Der da rauskommt. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass das nicht eintreten wird. Ich nehme das einfach mal als Kompliment, dass er uns das hier so stalkt. Jetzt läuft er weg. Jetzt bin ich gerade hinten weggelaufen. Siehst du? Das da habe ich nämlich versucht.
der ist... Nein! Okay, mit dir. War der jetzt hier in diesem Luftschacht drin? So, Tür geht erstmal zu. Und wir sind jetzt hier. Sehr gut, sehr gut. Warum machen wir jetzt noch ein Ausrufezeichen? Okay, das hier war so ein... wie hieß das gleich nochmal? So ein Neuverkabelungsgerät, den Gedöns. Da hätten wir das jetzt theoretisch, glaube ich, können wir auch noch die Luftverschmutzung aus- bzw. einschalten. So, wir haben es echt nicht mehr weit. Wir müssen nur zum Mr. Coolman zurück. Und haben noch einen Raum vor uns, den wir rein müssen. Und da hinten habe ich auch noch eine neue Karte gesehen, die wir einsammeln können. Ist nur gerade eine Frage, wo ist Mr. Perfect? Wo ist mein Freund? So. Hier scheint es echt gut auszusehen gerade. So. Fuck it, ja! Nicht übermütig werden, der kann trotzdem auch hier sein. Ich weiß ja nicht, wo er seine Wege hat. Wie weit er rumlaufen kann. Ob wir jetzt hier safe sind oder ob der jetzt hier gleich mir an den Hals gesprungen kommt. Aber ich sehe den beschissenen Speicherpunkt. Ich habe mich noch nie gefreut, so sehr den Speicherpunkt zu sehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Mr. Coolman. Ja. Wir haben es geschafft, Freunde, wir haben es geschafft. Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702, zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Freunde, wir haben es geschafft. So. Zum Lift. Kurz gucken. Kehren Sie zu Coolman zurück. Haben wir geschafft. Das müssen wir in irgendeinen Lift. Ich glaube aber, so wie es gerade scheint, dass unser Schatz Lee auch hier langkommt. So, wir sind doch jetzt bei Mr. Coolman, oder? Dann müssen wir jetzt nochmal richtig mit dem reden. So, das haben wir alles. Die Karte, die wir jetzt aufgesammelt haben, ich weiß nicht, für welches Areal die jetzt gilt. Läufst du jetzt auch hier rum, mein Kollege? Ich glaube, der ist gerade hier, da drüben irgendwo. Ich höre ihn aber nicht. Ich gehe jetzt hier raus. Muss ich jetzt mal mit dir reden? So, zu welchem Lift? Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ich jetzt bei denen hier rein muss. Er wartet da draußen. Also entweder wartet er jetzt da draußen, dass wir wirklich gezwungen sind, jetzt da drüben reinzugehen. Kehren Sie zu Dr. Coolman zurück. Dieses da links? Es kann natürlich auch sein, dass der drüben auf der anderen Seite ist. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los.
Wieso habe ich das Gefühl? Jo, sammel mal deine Sachen. Ich warte hier. Oh Gott. Das war mir schon sowas von klar, dass der sterben muss. So. Ihr habt es leider nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Kollege? Wie wär's denn mal, zu einer Therapie zu gehen? Ich glaube, du hast ein aufgestautes Aggressionsproblem. Was kann dir eventuell helfen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, wir müssen zum Lift. Elevator. See you later, Ellie. Elevator. Ach, das war schlecht. So, Schlüsseligkeit benutzen. Und jetzt einfach nur weg hier. Hallo? Ah, Gott. Ja, wie fühlen Sie sich? Errungenschaft freigeschaltet. Och, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben unsere erste Begegnung, unseren ersten Schleichkurs, Exkurs, eigentlich relativ, ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das gut bewerten kann, aber wir haben es geschafft und das ist die Hauptsache. Ich würde es mit einer 4 bewerten. 4 ist bestanden. Und das zählt. Okay, wir haben uns von Raum zu Raum gekämpft, waren in einer Sackgasse und haben es aber letztendlich trotzdem geschafft. So, und hier haben wir doch gleich noch einen Speicherpunkt. Finden Sie ein Medikit. Ich höre den doch schon wieder. Der ist hinter uns. Einfach gucken. Ah, okay, interessant. So. Finden Sie ein Medikit. Würdest du... Ich vergesse immer, dass es cool ist. Ernsthaft, du kommst jetzt auch noch hierher? Du hast echt ein Problem, mein Freund. Du solltest echt mal drüber nachdenken. Du folgst mir auf Schritt und Tritt. Du bist da drin. Du bist du. Hä? Wo soll ich denn jetzt lang? Ist alles zu? Hier ist doch alles verschlossen. Ah, ich weiß, wo ich lang muss. Strom wiederherstellen. Ich muss Strom wiederherstellen, habe aber keine Ahnung, wo ich das jetzt machen kann. Hier drüben ist ein Raum, da komme ich aber ja auch nicht rein, denn ich denke, in der Cold Chamber, also in der Kühlkammer, brauche ich doch garantiert auch Strom, oder, um da reinzukommen? Tür verschlossen. Wie komme ich jetzt da rein? Hier ist irgendwas, was ist... Ein Elektroschocker, cool. Nimm mit! Juhu! Ich wage nur zu bezweifeln, dass wir damit das Monster schocken können. So, hier kann ich mich blöderweise gar nicht verstecken. Hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, weil ich einfach nur, weil ich so viel rumgetrappel höre, weil mir das Mistvieh schon wieder auf den Sack geht. So, das ist da hinten. Aber ich komme ja auch nicht rein. Wenn ich da nicht reinkomme, kommt das ja auch nicht raus, oder? Oder? Das wird hier irgendwo in den Luftschächten rumkreuch. Eis. Hoch mit dir. Auf Terminal zugreifen. Sieh was, du Link. Privat, Frank. Ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich. Ende 30. Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Wade sie da oben behalten will. Aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin.
freigeben? Kann ich irgendwas freigeben? Okay. Eine Audio haben wir auch noch. Oder auch nicht. Huch, da haben wir noch was mit Zubehör. Hier kann ich doch garantiert den Strom einschalten, oder? Ein Kühlsystem aktivieren. Ich glaube, das so eine gute Idee ist. Wasserstoffzylindereinheit U6 nicht gefunden. Das interessiert mich aber nicht. Ich will sie trotzdem aktivieren. Ugh. Gesperrt. Aktivieren. Aktivieren. Und aktivieren. So, darf ich jetzt? Kann ich dich jetzt hier unten eventuell? Guck mal, hier haben wir noch was vergessen. Umweltcontroller. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieverschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlungsmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Lingard, komischer Name. Kann ich das jetzt nicht aktivieren? Ich habe doch alles fein gemacht. Warum rennt das hier schon wieder rum? Ich. Du gehst mir langsam echt auf die Nerven, Kollege. Ich habe gedacht, du bist hier irgendwo in einem Lüftungsschacht. Und bleibst da auch mal eine Weile drin. Nee, hampelst du schon wieder hier hinter meinen Fußsohlen rum. Ach. Ich glaube, du bist das wohl nervigste Alien, was ich kenne. Und ich kenne nur dich. Rein raus. Ja, weil ich hab's nicht gehört. Hi. Ein kleiner Süßer. Geh doch bitte einfach weg. Du weißt gar nicht, wie abnormal nervig du bist. Das Terminal habe ich schon gelesen, da steht echt nichts Interessantes drin. Vor allen Dingen hier ist echt wenig los. Geh doch einfach. Was machen wir jetzt? Umweltkontrolle. Finden Sie ein Medikit, das ist gesperrt. Hier drüben ist auch gesperrt und das ist auch gesperrt. Oder vielleicht ist es jetzt auf. Das kommt doch schon wieder hierher gewandert. Och, Mann. Bitte noch einen kleineren Weg, den es gehen kann. Ich kann dem jetzt doch fast gar nicht ausweichen, oder? Ich hätte es hier gerne erst mal kurz speichern gehen. Ich muss gleich los. So, und bitte überrasch mich jetzt nicht. Bitte lass mich einfach kurz speichern. Nur ganz kurz. Dann. Danke. So. So. Wie soll ich jetzt da langkommen?